Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wenn wir das Kapitel 1 überblicken, dann stellen wir fest, dass darin enthalten ist eine Eröffnung der Heiligen Messe, die am Sonntag auf Patmos stattfindet. Und nachdem diese Messe eröffnet wurde, da beginnt in der Messe Gott selber zu sprechen. Und er hat schon gesprochen in 1,8, als er gesagt hat, ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, sagt er, der da ist und der da war und der da kommen wird. Und dann wird das unterbrochen von Johannes, der sagt, was er sieht. Also ich war da in Patmos, dort habe ich diese Erscheinung des Mannes in diesem Gewand mit dem Gürtel gesehen, mit dem weißen Haupt, mit den Feuerfüßen, mit den Feueraugen und dieser Mann, vor dem bin ich zusammengebrochen. Und nachdem er wieder aufgerichtet worden ist, dann beginnt der Mann weiterzureden. Und das geschieht in den Kapiteln 2 und 3. Und diese Rede des Mannes wird eingeteilt nach diesen 7 Briefen an die 7 voraus erwähnten Gemeinden. Das heißt also, der erste Brief richtet sich an Ephesus. Und dort heißt es, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, das sagt der, der die 7 Sterne mit seiner Rechten hält, die inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke, deine Mühe und deine Ausdauer und dass du Böse nicht ertragen kannst, dass du auch die geprüft hast, die sich Apostel nennen, es aber nicht sind und sie als Lügner gefunden hast. Auch hast du die Ausdauer und hast du meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke also, von wo aus du gefallen bist. Bekehre dich und tue die früheren Werke, sonst komme ich über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle rücken, wenn du dich nicht bekehrst. Doch das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem Sieger werde ich zu essen geben vom Baum des Lebens, der im Paradiese Gottes steht. Die Gemeinde Ephesus hat einen besonderen Status im Rahmen der 7 Briefe, weil es die Bischofskirche ist und irgendwie so die Modellgemeinde auch, die erste unter diesen 7 Gemeinden. Und was darum von Ephesus gesagt wird, das gilt in einer generelleren Art und Weise von der Kirche als vielleicht dann der Rest. Also das ist eine grundlegende Aussage über den Zustand der Kirche, so wie er sich offenbart in der Liturgie der Kirche. Denn das ist Kirche. Nicht das Gemeindezentrum, nicht die Erklärungen zum Umweltschutz, nicht das Auftreten bei irgendwelchen Kongressen. All das ist nicht Kirche. Kirche ist Kirche, wenn sie ihr Kerngeschäft verrichtet. Und sie verrichtet ihr Kerngeschäft in der Liturgie. An der Liturgie, in der Liturgie sieht man die Kirche, sonst nicht. Dass die Liturgie Auswirkungen hat auf die Welt, darüber gibt es keine Diskussion. Aber das ist Nachhall. Und man geht ja nicht irgendwie, wenn man den Sänger hören will, dann geht man nicht ins Gebirge, um das Echo zu hören. Man geht ins Opernhaus, dort hört man die Stimme. Wenn man die Stimme der Kirche hören will, dann muss man das in der Liturgie tun. Und diesen liturgischen Zugang, von dem hat ja die Apokalypse bereits gesprochen und spricht ganz wesentlich in Ephesus davon. Schon ganz am Anfang, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, das sagt der, der die 7 Sterne in seiner Rechten hält, inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt. Also Jesus mit den 7 Sternen ist Jesus mit den 7 Sakramenten. Und Jesus mit den 7 Sakramenten ist Jesus in der Liturgie. Und diese Liturgie ist im Zentrum der 7 Leuchter. Und diese Leuchter empfangen wiederum ihr Licht von der Liturgie, die sie zelebrieren. Also stärker wie nie zuvor wird hier Gewicht gelegt
generell auf die allgemeine Liturgie. Und am Ende von Ephesus ja dann wieder, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem Sieger werde ich zu essen geben vom Baum des Lebens. Essen vom Baum des Lebens ist die heilige Kommunion. Denn der Baum des Lebens ist das Kreuz Christi, der im Paradiese Gottes steht. Durch die heilige Kommunion, durch den Gipfel der Zelebration, der Liturgie der Kirche, kehren wir ins Paradies zurück. Schreiten wir durch den Flammenengel, der hingesetzt wurde, als Adam und Eva vertrieben wurde und der jeden tötet, der in das Paradies zurückkehren will. Nur über den Tod kann man ins Paradies zurückkehren. Wer Gott sehen will, der muss sterben. Stimmt alles, steht im Alten Testament. Und diesen Tod hat Jesus Christus auf sich genommen. Und in diesen Tod sind wir hineingetauft. Und durch diesen Tod hindurch kehren wir zurück in das Paradies Gottes, wo der Baum des Lebens steht. In der Genesis 1, 2, 3, so gut wie in den Evangelien. Das ist immer der gleiche Baum des Lebens. Also diese liturgische Grundlegung der Kirche wird in Ephesus deutlich. Und damit ist auch die Predigt, die an Ephesus gerichtet wird, oder diese Analyse der Gemeinde in Ephesus liturgiebezogen. Das Erste, was an Ephesus gesagt wird, ist: Ich kenne deine Werke. Und das Werk ist immer im Neuen und im Alten Testament, das Werk ist immer das Opus, das im Lateinischen auch Opus Dei genannt wird. Und Opus Dei ist die lateinische Bedeutung für Liturgie. Also wenn ich sage, ich kenne deine Werke, an den Werken werden wir sie erkennen. Uns Christen, wenn wir das moralisch auslegen, da können wir diese Stelle auslegen, bis wir blau sind. Uns wird man nie an unseren Werken erkennen. Wir werden nicht dadurch einfach besser, größer, bewundernswürdiger, wenn die Leute sagen, ja, ich predige nicht, ich bekehre die Leute durch mein Vorbild. Ah, dein Vater war Pharisäer. Nicht? Welcher Heiliger hätte bei Vollkraft seines Verstandes gesagt, ich bin ein Heiliger und ich bekehre die Leute durch mein Beispiel? Ja. Das wundert mich auch nicht. Aber wer kann sowas sagen? Wer kann sich selber als Vorbild so hinstellen? Das Werk, durch das wir leuchten in die Welt, ist nicht unser Werk. Das ist das Werk Gottes. Und durch dieses Werk in Tat und Wahrheit kann die Kirche strahlen. Trotz unserer Mittelmäßigkeit. Sonst gilt, würde ja diese Stellen Matthäus 5 zu Beginn der Bergpredigt nur für einige Superhelden gelten. Ah, damit sie eure Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Stell dir vor, du gehst durch die Straße, vollbringst deine Werke und die Leute fallen nieder, als ob sie Moslems wären und sagen, Vater sei gepriesen für Retonai, diesen großartigen Herrn. Sowas, das ist verrückt. Das lacht doch jeder. Na, aber das ist ja auch ein Witz. Aber das Werk, das die Leute zur Anbetung bringt, ist das Werk der Liturgie, dort schon. Dort machen wir Werke und die Leute knien sich nieder. Und so ist das auch hier. Also ich kenne deine Werke, ich sehe deine Liturgie und ich bin Teil davon, das ist keine Frage. Aber du bist furchtbar mittelmäßig. Genauso wie die waschechte Kirche, der real existierende Sozialismus, furchtbar mittelmäßig. Also von sich aus, von der menschlichen Kraft kann die Kirche eigentlich so wenig dazu bringen, nicht? Du bekämpfst noch ein bisschen das Böse, nicht? Das ist, wenn man keine Lust mehr auf das Gute hat, dann bekämpft man das Böse. Nicht? Weil das irgendwie faszinierender ist, interessanter als das Gute. Es ist so langweilig, nicht? Wenn der Dostojewski über die Verbrecher redet, ist das so interessant. Und dann gibt es diesen Aljoscha in den Gebrüdern Karamasow, das ist der jüngste Bruder, der irgendwie Mönch wird. So eine langweilige, süßliche, farblose Gestalt. Wenn man einen guten Roman schreiben will, muss man über das Böse schreiben, nicht über das Gute. Über das Gute kann nur einer schreiben, der größte Teufel der Literaturgeschichte, der Victor Hugo. Wenn der in den Miserables am Anfang redet, der von diesem Bischof, der diesen Jean Valjean aufnimmt, der geflüchten muss, weil er, glaube ich, zum Tode verurteilt ist. Dieser Bischof ist ein Heiliger und der Hugo kann den beschreiben. Also unglaublich.
Und der Hugo, der glaubt weder an Gott noch an die Engel noch an irgendetwas. Der sitzt ganz tief in der Hölle heute. Entschuldigung, darf man nicht sagen. Aber ist ganz ein bösartiger Kirchenhasser und auch Gotteshasser. Aber das hat er gekonnt. Aber egal. Also grundsätzlich ist es so, dass uns das Gute viel weniger umrührt als das Böse, nicht? Man geht lieber mit dem Besen durch die Gegend, als so fromm irgendwie sucht, was schön und gut ist und das lobt. Also das ist der Zustand von Ephesus, der irgendwie ein bisschen der Basiszustand ist der ganzen Kirche. Nichts Berauschendes, nichts Überzeugendes, nichts so Glorreiches, nichts so Faszinierendes, nichts so Mitreißend. Mittelmäßig, wie der Mensch eben mittelmäßig ist. Und das wird dann auch noch gesagt, du hast deine erste Liebe verlassen. Wer ist deine erste Liebe? Das ist der Augenblick, als ich mich bekehrt habe, so ganz begeistert war und toll war es und groß war es und ich hätte die ganze Welt bekehren können. Vorsicht vor dem Subjektivismus. Also zwei Sachen muss man vermeiden, die dem Evangelium und der Bibel ganz fremd sind. Moralismus und Subjektivismus. Das sind die Krankheiten der modernen Zeit. Dass man alles auf Subjektivismus heißt, ist ein schönes Wort für Egoismus. Dass man alles, was man liest, auf sich selber bezieht. Das ist ganz gefährlich. Also wenn von der ersten Liebe die Rede ist, dann ist nicht davon die Rede, dass die Gefühle, als ich frisch bekehrt war, meine erste Liebe ist Jesus am Kreuz. Den habe ich irgendwo verlassen. Die Gnade der Taufe, die er mir geschenkt hat, die habe ich verlassen. Dort habe ich die Liebe Gottes bekommen. Und die habe ich irgendwie, von der habe ich mich so ganz langsam, ohne es zu merken, entfernt. Im Noviziat war es noch ganz nahe bei meinem Herzen. Dann habe ich die erste Profess gemacht, dann die ewige Profess. Und spätestens nach der Priesterweihe war es schlimmer als vorher. Gut, also der Mensch hat eine Tendenz abzugeben, nicht zuzunehmen. Also wenn man in der Universität Mathematik studiert, dann wird es immer schwieriger, nicht? Von Jahr zu Jahr wird es immer schwieriger, nicht? Wenn man im geistlichen Leben macht, dann wird es von Jahr zu Jahr leichter, nicht? Man beginnt mit der hohen Mathematik und am Schluss kann man das einmal eins nicht mehr. So ist das. Aber das ist ein bisschen, was in Ephesus gesagt wird. Also der Zustand der Kirche, also regt euch nicht übernatürlich auf, wenn die Kirche nicht so dieser große Held ist, dieser große Tarzan, diese Verbindung von Parzival und Arnold Schwarzenegger, nicht? All das ist die Kirche nicht, wird sie nicht sein, weil der Mensch das nicht ist. Und das hat Gott gewusst und er ist auch gar nicht böse so wegen der Kirche darüber und wir sollten es auch nicht sein. Also der Ephesus-Zustand, das ist die Ausgangslage. Das ist die Ausgangslage. Persönliche Ausgangslage, kirchliche Ausgangslage, so ist es einfach. Und so gehen wir weiter zum zweiten Brief und das ist das Brief an Smyrna. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und zum Leben zurückkehrt. Diese mittelmäßige Kirche ist als Kirche, so gut oder so schlecht sie ist von Christus konstituiert, von Christus gemacht. Und sie ist der Leib Christi, das ist ja trotzdem. Der Christus hat seinen Leib für Sünder hingegeben, nicht die Gerechten, nicht die Sünder brauchen den Arzt, nicht die Gerechten brauchen den Arzt. Das ist Business as usual. Und von dieser mittelmäßigen, schwachen Kirche, die ihre ersten Liebe verlassen hat, die Bösen so noch ein bisschen bekämpft, deren Werke, liturgische Werke, durchaus von Gott anerkannt werden, diese Kirche wird in das Martyrium hineingeführt. Nimmt teil am Leben Christi, auch in diesem Bereich. Sie nimmt teil an dem, der Anfang und das Ende war, der tot war und wieder lebendig wurde. Sie muss daran Anteil nehmen, weil sie von seinem Leibe ist und darum in seinen Leib verwandelt wird. Also das Martyrium ist Teil dieser mittelmäßigen Kirche. Und viele Märtyrer haben Glück gehabt, dass sie in die Lage gekommen ist und da konnten sie nicht mehr zurück, nicht? Hätten sie vielleicht die Möglichkeit gehabt, wären sie auch abgehauen wie der Rest der Bande, nicht? Alles ist Gnade, nicht? Das ist kein Tarzan da, das ist keine Zirkusvorstellung. Das sind alles schwache Menschen, die schlecht und recht versuchen, über die Runde zu kommen, wenn sie nur auf ihre eigene Gnade, auf ihre eigene Kraft sich stützen können. Und der sagt also zu Smyrna, der tot war und wieder zum Leben zurückkehrte, ich kenne deine Drangsal, deine Armut und doch bist du reich. Auch ein schönes Wort an Ephesus, nicht?
Also diese Schwäche, diese Farblosigkeit, diese Misere von Ephesus ist von Gott erkannt worden, nicht? Und erkennen heißt ja, nach dem Wort des Alten Testamentes, ist von Gott befruchtet worden. Erkennen, da erkannte er seine Frau und sie gebar. Und so ist das mit der Kirche ganz ähnlich. Sie ist von Gott erkannt worden. Sie hat von ihm den Heiligen Geist erhalten. Und ich kenne deine Drangsal, deine Armut. Doch du bist reich und du bist reich in deiner Schwäche, nicht in deiner Stärke, die du nie gehabt hast. Und die Lästerungen aus dem Mund derer, die sich Juden nennen, sie sind es aber nicht, vielmehr eine Synagoge des Satans. Fürchte dich also nicht. Diese Synagoge des Satans, Symbol für die Welt, für die Welt. Für die Welt, von der sich die Kirche absetzt. Fürchte dich nicht vor den Leiden, die dir bevorstehen. Siehe, der Teufel hat vor, etliche von euch ins Gefängnis zu werfen, damit ihr erprobt werdet und ihr werdet Drangsal haben. Nur 10 Tage, das scheint so schrecklich viel. Und wenn es den 10 Tage wehtut, dann tut es lange weh. Also wehe euch, wenn euer Zahnarzt 10 Tage in die Ferien geht und das erwischt euch gerade dann. Aber für die späteren Zeitbezeichnungen der Apokalypse ist das relativ wenig. Also 10 Tage werdet ihr Bitterkeit haben. Mehr hättet ihr gar nicht ausgehalten. Das berühmte Wort, Gott versucht keinen über seine Kräfte hinaus. Also macht euch keine Sorgen. Wenn ihr so das Gefühl habt, es tut weh, dann ist das alles nur Selbstbetrug, nicht Wehleidigkeit, weil Gott weiß, dass er nichts aushält. Also. Drangsal 10 Tage lang, sei getreu bis in den Tod und ich werde dir das Leben als Siegeskranz geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Der Sieger soll kein Leid erfahren von dem zweiten Tod. Also es gibt in der Apokalypse, das ist auch so ein Wort, das man auswendig lernen muss, es gibt den zweiten Tod. Es gibt eigentlich nicht so sehr den ersten Tod, es gibt die erste Auferstehung. Also es gibt die erste Auferstehung und den zweiten Tod. Die erste Auferstehung, das ist die Taufe. Das ist dort, wo der Mensch stirbt und in die Kirche eingegliedert wird. Der zweite Tod, das ist dann die Hölle. Das ist dann die Hölle. Also der, der im ersten Tod auferstanden ist, der braucht ja nichts anderes mehr zu fürchten als den Teufel. Und den braucht er auch nicht zu fürchten, wie es in Smyrna, im Wort an Smyrna gesagt wird. Also ist das klar, wie die Reihe geht. Es beginnt mit Ephesus, nicht dieser Bourbaki-Armee, nicht dieser vor sich her stolpert, nicht die Hühner gesattelt hat, in den Krieg zieht und überhaupt keine Lust dazu hat und auch gar nicht so richtig fähig ist. Und diese Bourbaki-Armee, die wird von Christus in der heiligen Liturgie aufgenommen. Zu einem Teil seiner Selbst macht er die menschliche Schwäche hat er angenommen, die Sünde, ganz konkret die Sünde auf seine Schultern geladen und die Sünder auch. Die Sünder auch. Und aus denen hat er eine Kirche gemacht. Und diese Kirche mit ihrer Misere, mit ihrer Drangsal, mit ihrer smyrnischen Drangsal und Armut, diese Kirche führt er hinein, sogar in die Krone und in die Glorie des Martyriums. So geht das in der Heiligen Kirche. Also glaubt nicht, dass Gott euch zumutet, etwas, was ihr nicht tragen könnt. Er kennt euch, er hat euch gerönt bis auf die Knochen und darüber hinaus. Und trotzdem hat er es mit euch versucht, um ein bisschen so neupastoral zu sprechen. Ja. Gut, und das ist der dritte Schritt dann, das ist Pergamon, wie es weitergeht mit dieser Ephesus-Armee. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, das sagt der, der das zweischneidige Schwert trägt, das Scharfe. Also eine Trennung. Zweischneidiger Schwert heißt, dass etwas auseinandergeschnitten wird. Und es wird auseinandergeschnitten, die Kirche und die Welt. Da werden zwei Armeen werden da gegeneinander in Position gebracht. So wie das der heilige Ignatius sagt in seinen Exerzitien, nicht? Es gibt das Fähnlein Christi und es gibt das Fähnlein der Welt. Und diese zwei treten gegeneinander an. Und ich weiß, und im Zeichen des Schwertes, nicht? Und ich weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron Satans steht. Also diese Synagoge, da des Satans, die wird stärker, die wird sichtbarer im Gang der Kirche durch die Zeit und die Welt. Ich weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron Satans steht, doch du hältst an meinem Namen fest
und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch nicht in den Tagen des Antipas, meines Zeugen, meines Getreuen, der getötet wurde bei euch, wo der Satan wohnt. Gut, es ist auch gar nicht so schwer, den Glauben, am Glauben festzuhalten, wenn es einem so richtig dreckig geht und wenn man plötzlich die Fresse des Teufels im Angesicht hat. Gar nicht so schwer, dann treu zu sein. Wir müssen ihm dankbar sein, dem lieben Gott, dass es nicht immer so ganz rund geht in unserem Leben, denn wenn es rund geht, dann sind wir ganz besonders in Gefahr abzufallen, der Welt die Welt anzulächeln, zu denken, dass es doch gar nicht so schlimm ist und zu vergessen, dass uns der kalte und bittere Tod erwartet. Das wird dann so ein bisschen übergangen. Habe ich erst kürzlich gelesen, hat einer geredet vom Kampf des Menschen mit der Natur. Ach, da in der Flugzeugzeitung stand das geschrieben, bei der ukrainischen Fluggesellschaft, Ukrainian International. Und dort stand geschrieben, der Mensch hat den Kampf, der Kampf zwischen Mensch und Natur wurde schon lang vom Mensch gewonnen. Das stand dort tatsächlich, der Kampf zwischen Mensch und Natur wurde vom Mensch. Der Mensch hat die Natur im Griff, ja. Und plötzlich kratzt er so sang- und klanglos ab, nicht? Und weiß gar nicht, was er da noch sagen sollte. Also, das ist die Situation in Pergamon. Also, Pergamon steht ein bisschen im Schutz der Verfolgung. Er steht im Schutz der Misere. Er steht im Schutz des Thrones Satans. Der Antipas wurde verfolgt und sie sind nicht abgefallen. Aber wohin hätten sie abfallen können, kann man dazu sagen. Wir sind auch, wenn Gott uns prüft und wenn Gott uns in die Schwierigkeiten führt, in die Enge, dort sind wir oft besser geschützt, als wenn er uns die Welt so tut, als ob sie unsere Freundin wäre. 14. Doch einiges wenige habe ich wider dich. Du hast dort Leute, die an Bileams Lehre festhalten, der dem Balak beibrachte, den Kindern Israels einen Fallstrick zu legen, Götzenopferfleisch zu essen und Unzucht zu treiben. Götzenopferfleisch und Unzucht ist immer Kompromiss mit der Welt. Es ist immer zu versuchen, na, vielleicht ist es doch nicht so falsch. Vielleicht kann man doch irgendwie diese Art von Ökumenismus betreiben. Vielleicht kann man es doch mit der Güte, mit dem Diskussion, mit dem Dialog weiterbringen, als mit diesen harten Worten der Bibel, die von Schwert und Thron Satans und Synagoge Satans und all diesem Zeug redet. Vielleicht ist das doch alles ein bisschen Schnee von gestern, nicht? Altertümliche Härte, nicht? Eine Art von biblischer Grobianismus, der inzwischen überwunden werden sollte durch eine glitschigere, eine charmantere, eine inklusivere Sprache. Bekehr dich also. Wenn aber nicht, so komme ich in Bälde um dich, über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Dem Sieger werde ich von dem verborgenen Manna geben, ein weißes Steinchen will ich ihm geben, und auf dem Steinchen ist ein neuer Name geschrieben, der niemand weiß als der Empfänger. Also diese Kirche der Schwachen, die hineingeführt wurde in die Verfolgung, die plötzlich steht vor dem Throne Satans. Diese Kirche kann hoffen auf das verborgene Manna, die heilige Eucharistie, die Kraft Christi, der Leib des Auferstandenen, die Kirche trägt und sich verwandelt, diese kleine Eucharistie, in ein weißes Steinchen, Symbol für den Felsen der Kirche, für den Felsen, auf dem die Kirche gebaut ist, der Stütze und Halt gibt den Schwachen, der symbolisiert wird im Steine des Altars, an dem wir uns festhalten können, so wie ich sagte, und von dem her ich eine neue Identität empfange. Denn nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und wer den Stein und den Felsen Christi empfangen hat, der heißt nicht mehr wie früher. Und darum hat es schon einen schönen Sinn, dass die Ordensleute einen neuen Namen gewählt haben, weil nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir lebe. Und der neue Name, den ich erhalte, das ist ein Aspekt Christi, den ich empfangen habe, durch die Transformation, die durch mich geschieht, wenn ich das verborgene Manne empfange, das in mir ein kleines Exemplar dieses Steines und dieses Felsens in meiner Seele zutiefst grundlegt, die mich
zu einer kleinen Facette jenes Steines macht, auf dem die Kirche gestützt ist und aufgebaut ist. Das war Pergamon, also die Stadt des Thrones des Teufels, aber auch die Stadt des kleinen Felsens. Ich, der Kleine, werde ein Teil des großen Felsens und ich werde das durch das verborgene Manna. All das ist Pergamon. Und so geht es weiter dann mit der Kirche in die vierte Gemeinde. Und die vierte Gemeinde, das ist Thyatira. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße wie Glanzerz sind. Also das ist der Aspekt Jesu Christi des Heiligen Geistes. Das ist die Kirche des Heiligen Geistes. Das ist die Kirche, die den Heiligen Geist vermittelt. Ich kenne deine Werke, und zwar deine Liebe, Frucht des Heiligen Geistes, deinen Glauben, Frucht des Heiligen Geistes und deine Hilfeleistung und deine Ausdauer und weiß, dass deine letzten Werke zahlreicher sind als die ersten. Das erste Werk war, erinnert ihr euch in Ephesus, ich kenne deine Werke. Aber du bist ein bisschen fad, bist du. Die Werke sind noch da, aber diese erste Liebe, die ist nicht mehr da. Du empfängst zwar die Sakramente, aber du hast nichts davon, weil es durch dich durchgeht, nicht? Es ist auf Durchzug gestellt. Du bist nicht in der Lage, die Frucht des Sakramentes zu empfangen. Aber ich nehme dich trotzdem an, ich kenne dich, ich habe von dir auch gar nichts erwartet. Ich gebe dir sogar die Gnade des Martyriums, gebe ich dich. Ich führe dich sogar vor den Thron Satans, die Bourbakia me Christi nicht, die daherkommt und sich dem stellen muss, der sich mit der ganzen Macht und Kraft und Eleganz der Welt sagt, ihr von der Kirche, hört doch auf. Ihr seid doch alles Schnee von gestern. Jetzt kommen wir nicht, die Erleuchteten, die Starken, die Kühnen, die mit dem Geld, 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 die wir die ganzen Brücken gebaut haben und die Tunnels haben wir gebaut und diese Raketen haben wir, die großen Wagen haben wir. Und es geht uns super nicht. Und wenn wir dann alt sind und depressiv, dann haben wir Antidepressiva, die fressen wir, bis wir tot sind. Du, da ist nichts da mehr vom Tod übrig geblieben, nicht? Wenn wir dann tot, und wenn es dann ganz dreckig geht, da gibt es Morphium, nicht? Und dann wird das Wasser abgestellt und in 3 Tagen bin ich fix und foxy, nicht? Und dann ist mir ja egal, da bin ich tot. Jetzt kommen wir, das ist unser Angebot, das wir haben für dein Leben. Einfach hau auf die Pauke, lass es dir genügen, sagen die Katholiken, ja, aber wir haben nur diese verstaubten Schriften, die ich selber nicht kenne, und Sonntag gehe ich in die Kirche und sonst bin ich da ständig versucht vor diesem Throne Satans, der sich da aufgebaut hat. Nicht in Schwarz wie die Priester, nein. Der Thron Satans ist in allen Farben, der leuchtet und glänzt und strahlt. Das ist die Versuchung aller Versuchungen. Und Christus sagt, euch habe ich genommen, mit euch werde ich siegen, mit diesen Schlawinen werde ich siegen, weil ich bin so stark, dass ich sogar mit schlechten Soldaten siegen kann. Das will er zeigen durch diese Kirche. Ist so ein bisschen erschreckt, ein bisschen erschüttert, sich ständig entschuldigt, sagt ein Bischof was, dann ruft der Chef bei der Redaktion an, den macht er fertig und am nächsten Morgen kommt er schon gekrochen, nein, 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 ihr habt mich falsch verstanden, entschuldigt, entschuldigt, das wollte ich gar nicht sagen, nein, nein, das Gegenteil wollte ich sagen, ich will immer sagen, was ihr sagt, wollt, dass ich sage, alles werde ich sagen, Herr Bischof, was halten Sie von den Flüchtlingen, ja, was hat jetzt die Zeitung der Flüchtlinge geschrieben, ja, sind gut die Flüchtlinge, oder nein, hat es schlecht Nein, das sind sie schlecht, schlecht natürlich, keine Flüchtlinge. Gerade das, was einem vorgegeben wird, das werde ich sagen. Nicht, also diese Kirche, diese Bourbaki-Armee, diese hat Gott der Welt. Und obwohl man heute gar nicht mehr so sieht, wie aus diesen Leuten ein Sieg hervorgehen könnte, irgendwie wird es Gott so drehen. Nach den Worten der Apokalypse. Also ich sehe es nicht mit den Augen, muss ich sagen. Ich sehe es nur, wenn ich auf den Altar schaue, wenn ich auf die Liturgie schaue und wenn ich mich belehren lasse von den Apokalypse. Mit diesem erschreckten, beängstigten, ich sehe deine Drangsal, deine Furcht sehe ich, all das sehe ich, mit denen will Gott herrschen und regieren. Und aus dieser Kirche, Thyatira sind wir, dieser Kirche ist der Zeuge, der Baum des Heiligen Geistes in dieser Welt. Und da steht über Thyatira, und da sind wir schon fertig mit dem zweiten Kapitel, aber
Ich sehe deine Ausdauer, deine Liebe, deinen Glauben mit anderen Worten. Ich sehe in dir all das, was ich in dich hineingelegt habe. Wenn ich auf dich schauen würde, da könnte ich verzweifeln. Da könnte ich mir meine grauen Haare ausreißen und den Bart noch dazu. Warum hat Gott Haare und Bart? Damit er sie ausreißen könnte. Tut er aber nicht, weil er in der Kirche sich selber erkennt. Die Gnaden, die er hineingelegt hat, den Glaube, die Ausdauer, die Liebe, all das erkennt er. Darum ist die Gemeinde von Thyatira so eine große, großartige Gemeinde. Und es ist sogar gut, dass die Kirche so ein schlapper Verein ist von der menschlichen Seite her, weil dann der Gegensatz größer ist, nicht? Die Konturen kommen besser heraus, wo man sagen muss, nein, das ist nicht der, den kenne ich, der ist genauso wie ich, der taugt genauso wenig wie ich, aber das sind Dinge drin enthalten, die nicht von ihm sein können. Das ist die Göttlichkeit der Kirche. Darum wird der Papst herumgetragen wie ein Gott, nicht mit Trompeten, mit Fahnen, so wie beim Pharao, nicht mit einer Sedia Gestiatore, da wird ein Prunk und Pomp gemacht. Den Typen kenne ich. Der war mit mir im Seminar, der ist genauso viel wert wie ich. Reiner Zufall, dass er Papst geworden ist und nicht ich nicht. Sonst würde ich dort oben hängen. Aber es geht eben nicht um ihn, nein. Du musst dich nicht entschuldigen, dass du eine Null bist. Sic transit gloria mundi. Die Gloria Mundi, das bist du. Den Papst hat man ja mit diesen großen Protokollen da, mit diesen pontifikalen Messen kam der Diakon hin und hat ihn mit Asche besprüht. Wenn er in seiner ganzen Glorie dastand wie ein Gott und hat ihm gesagt, so vergeht die Glorie der Welt. Aber das ist die Glorie der Welt. Jeder Priester, jeder Bischof, jeder Papst ist die Glorie der Welt, die eingepackt ist in die Herrlichkeit, in die Größe, in die Gnade Gottes. Darum zieht sich der Priester Gold an. Muss sich Gold anziehen, nicht Jute statt Plastik. Gold muss er sich anziehen, um diesen Gegensatz sichtbar zu machen. Und da sagen Leute, ja, schau, wie er daherkommt wie ein Pan. Richtig. Stolz und Pomp, Wichtigtour, genau so ist er. Jeder Priester ist ein Wichtigtour, jeder Bischof ist ein Wichtigtour, jeder Papst ist ein Wichtigtour, weil das nicht wir sind. Und die Kirche ist eine Wichtigtuerin, die ist so stolz, da gibt es, sind da die Amerikaner da von Gumming, sind sie nach Melk in die Kirche gegangen, haben sich die Kirche dort angeschaut, sagt der Pater, well, that looks like Fort Knox. Das sieht aus wie Fort Knox. Fort Knox ist der Ort, wo die Amerikaner ihr Gold aufbewahren. Genau so sieht es aus, ganz genau. Und das war beabsichtigt, sieht es so aus, um diesen theatrischen Gegensatz zu verstehen. Zwischen dem, was Gott in die Kirche legt und was die Kirche aus sich selber wäre. Diesen Gegensatz müssen wir immer ganz stark betonen. Sonst ist plötzlich nicht der Mensch weg, sonst ist plötzlich nämlich Gott weg. Und dann rechnen wir nur noch mit dem Menschlichen, mit dem Kalkulierten, mit dem Alltäglichen. Weil dann ist der Priester nicht besser und nicht schlechter und der Katholik nicht besser und nicht schlechter als jeder andere. Also diese Kirche, die da gegen die Thyatira, gegen dich habe ich, dass du die Isabel gewähren lässt, dass sie sich als Prophetin ausgibt und als Lehrerin auftritt und meine Knechte verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer, Fleisch zu essen. Das ist immer die große Versuchung, vor die Knechte stehen. Die Diener Gottes stehen. Das muss man auch ein bisschen verstehen. Keiner ist so versucht von der Welt wie der Priester. Weil da geht in die Kirche nicht, da dreht sich um, da sind Leute und die Leute, die ziehen ihn gewöhnlich nicht empor, die ziehen ihn runter, nicht? Wo der Priester ausgezeichnet ist, da ist die Gemeinde gut. Wo der Priester gut ist, da ist die Gemeinde mittelmäßig. Wo der Priester mittelmäßig ist, die Gemeinde schlecht. Also er sieht immer runter. Nicht hinauf. Er hat immer das Gefühl, meine Güte, was tue ich da? Ich erzähle denen Sachen, die sie gar nicht hören wollen. Und darum ist der Priester in seiner eigenen Gemeinde ständig nach unten gezogen. Und darum helft dem Priester und seid, wenn er euch anschaut, dann sollte er das Gefühl haben, boah, bei dem da, also da kann ich mich als Priester noch ein bisschen spulen, nicht? Also da muss ich wirklich noch zulegen, wenn ich denen was beibringen möchte. Aber gewöhnlich ist nicht so. Und die Laien, die einfachen Katholiken, die benehmen sich auch vor dem Priester nicht so. Die kommen zum
Priesterinnen und fallen von ihm in Ohnmacht oder sind begeistert von ihm oder verehren ihn. Und das hat für den Priester schon auch den Nachteil, dass er immer sich denken muss, naja, die schieben mich da in diese Höhe da so hoch, nicht? Und ich schaue auf die so runter und denke mir, meine Güte, bewirkt es überhaupt irgendetwas, was ich denen noch sage und tue? Denn ich habe immer das Gefühl, ich blicke da in ein Loch, wenn ich in meine Pfarrei hineinblicke. Und so ist das mit Thyatira. Diese Versuchung der Welt, die ist allgegenwärtig und am stärksten ist sie im Priester. Ich habe ihr eine Frist gegeben, damit sie sich bekehre, aber sie will sich nicht bekehren von ihrer Unzucht. Siehe, ich werfe sie aufs Krankenlager und die, die mit ihr Unzucht treiben, stürzt sich in große Drangsal, wenn sie sich nicht abkehren von ihrem Treiben. Und die Drangsal ist wieder die gleiche Drangsal wie von Smyrna, wo ich euch gesagt habe, dankt Gott, wenn es euch dreckig geht. Also seid ihr frömmer, als wenn es euch gut geht. Es ist leider so. Not lehrt beten. Dankt Gott, dass es nicht sicher ist, wie es weitergeht, dass ihr Angst haben müsst um eure Kinder, dass ihr nicht im Paradies lebt, in dem ihr leben möchtet. Dankt Gott dafür und nehmt es als Einsporn, besser zu beten. Ihre Kinder werde ich durch eine Seuche töten, der Isabel, und alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Die kinderlose Kirche, auch interessant. Und ich werde euch, und zwar einem jeden, vergelten nach euren Werken. Ich werde jedem vergelten nach euren Werken. Ha, wie ist es mit euren Werken? Ha? Habt ihr gemacht, so wie Gott es will? Ha, habt ihr gemacht? Dann lernt das auswendig. Ich werde euch vergelten nach euren Werken. Ha? Oh, der geht euch kräftig in die Wolle, das kann ich euch zwitschern. Ha? War die Drohung stark genug? Was heißt das, ich werde euch vergelten nach euren Werken? Ich werde euch vergelten nach euren Sakramenten. So werde ich euch vergelten. Also, der schaut nicht an, ob ihr gut seid oder schlecht. Er weiß, dass wir schlecht sind. Wir müssen wie der Jakob, müssen wir seinen Fell kaufen und unter die Hüften des Vaters schleichen, nicht? Und da geht es runter. Der spielt den Blinden für uns, Gott. Das, die Sache, als der Jakob sich das Erstgeborenenrecht von Esau erschlichen hat. Ich kenne die Geschichte. Er hat sich da versteckt und die Stimme verändert. Der Alte hat nicht mehr gut gehört. Wer ist der Alte? Isaac. Das ist Gott. Gott. Der stellt sich taub. Und der stellt sich stumm und blind. So stellt er sich für uns. Du gehst auch vor im Sonntagskleid, gehst du da rein in die Kirche. Gehst beichten im Sonntagskleid. Dort gibt er dir ein Sonntagskleid. Der weiß, wer du bist, dass du wieder fällst. Aber gibt er trotzdem eines. Da schleichst du dich rein und sagst, wer bist du? Jakob, ich bin Esau, dein Sohn. Und da gehst du rein und er lässt dich rein, obwohl er weiß, dass du es nicht bist. So macht es Gott. Der kommt nicht mit dem Lineal. Der kommt nicht. Wenn du sein Spiel spielst, dann hat er viel Verständnis. Und das göttliche Spiel, das gespielt wird, das ist die Heilige Eucharistie. Die Eucharistie ist das erste Theater der Menschheit. Also kann man nicht sagen, es gibt die Griechen, also die das Drama, das ist immer Drama, Zerstörung. Aber das erste, darum nennt man es auch nicht Drama eigentlich, man nennt es Spiel. Und die Urbedeutung des Spiels ist das, es gibt auch im Mittelalter, hat dieses Spiele gegeben, diese Theateraufführungen. Und so etwas geschieht, wenn wir es mit Gott zu tun haben. Der schaut nicht so genau, der schaut nicht auf dich, der schaut auf Christus. Also, und das ist es, das uns führen wird. Also, der wird dir vergelten nach deinen Werken, euch übrigen aber in Thyatira, die diese Lehre nicht huldigen, die, wie sie nennen, die Tiefen des Satans nicht erkannt haben. Euch allen sage ich, ich lege euch keine andere Last auf, nur haltet fest, was ihr habt, bis ich komme. Haltet fest an den Sakramenten, haltet fest an der Kirche, haltet fest am Gottesdienst, haltet fest am Altar, haltet fest am Priester, haltet fest an den Gnaden, die euch gibt, haltet fest an der Tuchfabrik Gottes, haltet fest am Modegeschäft Gottes, an all dem haltet fest. Er wird euch kleiden, innen und außen, und das ist das Schöne bei Gott. Wenn ihr ins Modegeschäft geht, da seid ihr der größte Sürmel und er kleidet euch dann mit einer schönen Krawatte und mit einem Anzug und ihr geht raus. Gott kleidet anders, er kleidet von innen, er kleidet die Seele.
Er ist nicht nur einfach eine äußerliche Hülle, sondern er ist eine innere Verwandlung. Die berühmte Stelle in Römer 5,5, und er hat den Heiligen Geist in seine Liebe eingegossen durch den Heiligen Geist. Römer 5,5. Diese Liebe, das ist das Kleid Gottes, das er uns gibt. Ganz anders als die Kleider dieser Welt. Und wer siegt und bei meinen Werken verharrt bis ans Ende, meinen Werken, nicht deinen Werken, meinen Werken verharrt bis ans Ende, dem werde ich Macht über die Heidenvölker geben. Und er wird mit einem eisernen Stab weiden, nicht kriechen, nicht weiden, wie man das, und er wird herrschen mit diesem eisernen Stab, wie man das irdene Geschirr zerschlägt, ja, das Geschirr dieser Welt. Und auch ich von meinem Vater die Macht empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. So geht es mit dieser Kirche. So geht es, die von sich auch so wenig hat. Sie wird herrschen, nicht kriechen, wie die Kirche heute ein bisschen zu oft macht. Und sie kriecht, also die Kirche nicht. Aber viele, viele geistlichen Gefäße kriechen mir ein bisschen zu sehr. Und sie kriechen nicht um der Kirche willen. Sie kriechen um der eigenen Haut willen. Sie wollen nicht die Kirche damit retten. Sie wollen sich selber retten. Sie sind zufrieden, wenn in den Zeitungen gut von ihnen geschrieben steht. Und das ist kein gutes Zeichen. Das ist völlig belanglos. Newspaper Fame wird sogar zitiert im Katechismus von Newman. Newspaper Fame, das hilft euch nichts, wenn ihr dann am Tore des Petrus kommt und sagt, wer ist da, sagt er mit seiner bärtigen Stimme. Und er sagt, einer von denen, die Zeitungen nicht geschrieben haben. Sagt der Petrus, ich lese keine Zeitungen, ich lese die Heilige Schrift, was sagt die über dich? Nicht gewogen und für zu leicht befunden. Gut, also das ist die Geschichte von Thyatira. Also die ersten vier Pfarreien haben wir gemacht. Die erste war Ephesus, die mittelmäßigen. Die zweiten waren Smyrna, der sich rettet hinein in die Verfolgung. Der dritte war Pergamon, das ist das weiße Steinchen, die gestärkt wird durch die Eucharistie. Und schließlich Thyatira, die vierte, das ist die, die festhält an den Werken Gottes und sich im Modegeschäft Gottes neu einkleiden lässt. Es gibt noch eine Unterbrechung, da kommt noch der dritte Teil. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.